Alter, was geht ab, Leute? Hunger? Spätzlewirtschaft? Da er sich. Warte, na ja, fuck, ich kann die Maske nicht absetzen. Da er sich schon die letzten 3 Wochen. Ich mache momentan jede Woche so ein Special Sandwich. Und ich habe das jetzt die letzten 2 Male immer abgecheckt. Dementsprechend bin ich auch heute alleine Food testen. Weil das gibt es immer nur vormittags eigentlich. Und bis wir uns da immer organisiert haben, ist es schon zu spät. Wir hatten es mal Freitag versucht, da hatte ich es kurz vor 3, weil die machen nur bis 3 auf, habe ich versucht zu holen. Ja, und 2,5 Stunden später sind die Jungs erst gekommen und da war schon alles durchmatscht und aufgesogen. Und trotzdem war es noch saftig, also so krass ist dieser Laden, bester Sandwichladen Münchens. Das Video werdet ihr aber nicht sehen, weil da hatte ich auch die Kamera vergessen. Das war der Tag, wo wir die Jokolade ausprobiert haben. Auf jeden Fall, Kuss geht raus an die Jungs. Wir haben uns getrennt. Wir gehen momentan unsere eigenen Wege. Tati arbeitet an seinem Foodtruck. Ich habe gehört, irgendwie so April soll es losgehen. Das heißt, er muss sich jetzt natürlich um die Karte kümmern, was da alles was die da alles anbieten, alles durchtesten und so. Also bei ihm ist gerade wahrscheinlich super mega Stress. Dann haben wir noch Chong. Der hat neue Arbeit angefangen, die hoffentlich krass wird. Dass er eine Menge Geld hat, dass er dann in Bitcoin investieren kann, so wie wir. Ich arbeite wieder nach einer längeren Winterpause an Hongs Tour. Sogar richtig Vollgas gebe ich gerade. Ja, und Bargisch ist halt, er ist halt lost. Er kommt halt 2-3 Stunden später, dementsprechend kann man da mit ihm nicht so viel planen. Aber jetzt erstmal das saftigste Sandwich Münchens. Genau, das ist das. So, das ist er, Leute. Ich habe mir noch Fries gegönnt, diesmal, auch zum ersten Mal. Dachte ich mir, gönne ich mir heute. Meatball Sandwich. Das dampft noch so schön raus, man. Schön saftig mit Käse. Auch schön knusprig, also. Das letzte Video ging echt gar nicht, wo wir 2,5 Stunden darauf gewartet haben. Und trotzdem war es krass, aber jetzt noch schön knusprig. Schön reinbeißen, ist noch warm. Boah, Alter, ich freue mich so krass. Noch der beste Sandwichladen in München, aber bald macht Tati auf. Dann schauen wir mal weiter. Das ist gut. Sehr gut sogar. Ja, das von letzter Woche war noch krasser. Das war echt eine Explosion, Mann. Und das schmeckt auch sehr, sehr geil. Das Brot ist so krass. Schön gewürzt, viele Sachen. Also im Vergleich nichts gegen den Sucuk-Laden, wo wir davor waren. Das ist halt normal Brot. Dann 2 Dönersoßen drauf. Dann ein paar Scheiben Sucuk, Salat und Tomate, das war's. Ich meine, das hätte ich auch zu Hause machen können. Und hier ist echt. Der hier ist hier. Aber den Laden hype ich echt, Mann. Ich hype den Laden. Ausnahmsweise mal ich. So, Restaurants testen. Auch wichtig für Hongs Tour. Vielleicht wollen wir da irgendeinen Highlighten. Vielleicht wollen wir da irgendeinen Highlighten kopieren. Als Pausenstopp einlegen für die Touren. Da sind wir auch gerade mitten dabei. Zu schauen. Also das Brot ist echt der Star. In dem Fall.
Schaut dieses saftige Fleischbällchen an. Und also nach dem Laden hier kann man Duck von King of Queens verstehen, warum er Sandwiches so liebt. Schaut euch nochmal genau an. Fertig, Fazit-Time. Ja, was soll ich sagen? Ich habe den Laden schon seit 2-3 Wochen. Habe die Jungs auch noch geholt. Also für mich der beste Sandwichladen in München. Ich muss auch die Standardsachen ausprobieren, aber was die so jetzt an Wochen-Specials hatten. Puh! Ja, ihr habt es jetzt leider verpasst. Also selbst wenn ihr dieses Video hier seht, die gibt es vielleicht nie wieder. Also ich muss mal fragen, wie die das machen, weil das wäre zu schade, wenn es die nicht mehr geben würde, weil die waren echt zu krass. Vor allem dieses Lab geil. Ich schwöre, der Laden könnte, also das Sandwich könnte einfach einen eigenen Laden aufmachen. Nur mit diesem Sandwich, so geil war das. Aber das war's von mir, Leute. Spätzlewirtschaft, bester Sandwichladen in München.